Hallo Leute und willkommen zurück zum Custom Track Together 3. 2, 1 und los. Wieder den Start verpatzt. Naja. Ja, wir kennen diese Strecke schon wieder ein bisschen, weil wieder was schief gegangen ist, weil. Ja. Wie kann das anders sein? Erklär mal. Ja, was gibt's da groß zu erklären? Skype hat mal wieder ein bisschen geschmackt. So wie immer. Ja. Und auch schlimmer oder so. Das stimmt. Es war nicht so schön, muss man sagen. Und ja, man sieht da oben New Super Mario Bros. U, aber in einem anderen Stil als Luigi, also in Luigi Grün, würde ich mir jetzt mal sagen. Handelt es sich dann etwa nicht um New Super Luigi? Aber da steht New Super Mario Bros. U. Guck okay, mal. Ich hab's nämlich nicht gesehen. Guck mal gleich, wenn du rechts fährst den Weg. Statt links, rechts. Dann siehst du es. Mein lieber Patrick. Das ist mir schon während dem Rennen beim ersten Versuch aufgefallen. Da war ich mir noch nicht ganz so sicher. Aber es müsste so sein. Es müsste so sein. Ja. Hier auf jeden Fall. Wolke. Supercup-Style. Ah, okay, warte. Ja, ich muss jetzt abschießen. Ey, Alter, ich werd nach vorne getrieben. Hey, ich hab die Handbremse nicht drin, ich rolle. So, sag dann an. Okay, kann man Looping gar nicht hier ziehen? Nein, schade. Ich weiß nicht. Na, nee, geht nicht, in der Röhre geht das nicht. Jetzt kannst du. 3, 2, 1, los. Achso, ja, so viel dazu, ich bin runtergefallen. Super losgefahren. Das ist mir auch passiert. Ich bin nicht ganzzeitig runtergefallen, nur an dieser dummen Stelle da. Ich weiß nicht, haben wir den Namen der Strecke schon gesagt? Auf jeden Fall heißt die Halogen Highway, falls noch nicht so gewesen sein sollte. Und mein erstes Fazit zu der Strecke, es ist sehr schön. Sehr viel Innovation, muss man sagen. Also sehr viele coole Ideen. Ja, und mega grelle Farben. Ja, was mich aber an sich nicht stört. Nee, ich finde, das sieht anders aus. Aber nicht im negativen Sinne. Kapam? Haha, leider verfehlt. Boah, ich bin. Jetzt müsstest du rechts fahren. Ja. Jetzt müsstest du. Ja, fuck, ey, ich wollte nach links und dann. Ja, geil. Jetzt habe ich meinen Platz wieder verloren. Das sind Items. New Super Mario Bros. U. Ja, stimmt. Und das sind grün. Na, ich glaube, das kommt nur wegen dem grünen Licht so rüber. Das kann sein. Das kann sein. Auf jeden Fall eine extrem gute Strecke, meiner Meinung nach auch. Und ja, wenn man in diesen Dauerbeschleunigungsstreifen ist, dann hat man auch einen guten. Gute Sache und Alter, meine Green Shell läuft immer noch nach vorne zu dir. Allein schon der eigentlich vermeintlich langweilige Tunnel hier sieht mega cool aus. Ja, hat schöne Farben und auch abwechslungsreich. Ist sehr schön abwechslungsreich. Und jetzt habe ich wieder mal mit meinem Wheel. Das kennt man ja von mir. Und ja, jetzt habe ich auch eine Bombe. Mal sehen, ob ich dich damit treffe, aber ich glaube in 100. Ja, no, jetzt schmeiße ich schon noch versehentlich nach vorne. Apropos 100 Jahre, ich glaube, es ist 100, oder? Hä? 100 CCM? Ach so. Kann sein, keine Ahnung, ich habe nicht geguckt. Es kommt mir so langsam vor. Oder wir fahren nur so schlecht. Ja, du fährst immer schlecht. Ja, das stimmt auch wieder. Und ich bin wieder an der Stange hängen. An der Stange hängen. Wollte ich gerade sagen. Du hängst wieder an der Stange. 24 Stunden am Tag. Genau, so läuft das. Das ist hier, das seht ihr nur hier auf meinem Kanal. Also ich wollte nur sagen, ich bin 17, also nur alter FD. Ja, ich bin nur. Damit meinst du darfst das? Genau, ich darf alles. Okay. Obwohl, ich muss ja 18 sein. Naja, dann muss ich nur. Für alles schon. Wobei, darf man mit 18 schon alles oder muss man für manche Sachen möglicherweise auch. Also, ich darf zum Beispiel kein Call of Duty spielen mit 18. Mit 18. Nee, Moment. Mit Alter. Ich hab ein bisschen was. Hi. Ich krieg grad. Ich krieg grad irgendwie einen Schuss zusammen. Schuss zusammen? Nee. Ja, du redest einen Schuss zusammen. Exakt. Genau. Läuft. Wolf. Was? Alter, du bist schon gleich fertig. Ja, wir fahren ja auch erst hier fast 5 Minuten, ne? Ach so. Fällt mir gar nicht auf. Ich dachte, wir fahren schon 10 Minuten. Nach den letzten Rennen. Vorhin, du stehst ja so 10 Minuten. Oh, ich hab Pilz gezogen.
und bin im Ziel. Vor allem, ich habe bei der Strecke nicht versucht, ne? Dauer nach vorne zu sein, so. Fahr jetzt, ich vor dir gefahren und du drehst dich einfach fahren. Ja, ich wusste nicht, was ich machen soll. Fahren! Nee, keine Ahnung. Nächstes Rennen. Ich weiß nicht, was das Ziel in Mario Kart Wii ist. Land of the Apes ist die nächste Strecke und du hast recht, es ist 100 CCM und die Strecke kommt mir extrem kurz vor, wenn du an der Map schaust und ich habe einen Fehlstart, oh mein Gott. Alter, wie fies ist das denn, wenn man hier startet? Ich wäre beinahe direkt in den Abgrund gefahren. Gut, dass ich dich beobachtet habe. Aber die Strecke sieht weiß aus. Ziemlich sogar. Weiß? Hast du es gegen Weiße? Ja, auf jeden Fall. Nö, bist du selber einer. Ja und? Alter, ich komme mir echt so langsam vor. Ja, trotzdem was gegen die haben. Ich habe was gegen die ganze Menschheit. So, jetzt okay. Ist los. Okay. Ich hab's verstanden. Okay, sagen wir gegen die. Willkommen. Willkommen im schwarzen Land. Also, willkommen im schwarzen Land. Ah, ey, Alter, guck mal, wo ich bin, ey. Ich fahr irgendwo. Was machst denn du? Die Strecke ist komplett weiß, bis auf die Pinguine. Und die Schilde und zusammen. Einen Tannenbaum, den ich gerade gesehen habe. Ich fahr mal wieder einen Schmarrn zusammen. Schmarrn. Hä, hey, wo geht's lang? Ich bleib. Ich überrunde dich gleich. Aber der Strecke ist halt schwer. Hallo. Warte mal, bleib mal stehen, ich muss dir folgen. Ah ja, gut. Ah, da. Ja, er geht dort lang. Das ist das Problem, wenn man die Strecke zum ersten Mal fährt. Ja, man kann sich aber, wenn man schon mal runtergefallen ist, auch so ein bisschen an der Karte orientieren. Boah, ich erinnere mich an diese Strecke da, wo wir über Nemo geredet haben, wo ich dann dreimal an die gleichen Stelle runtergefallen bin. Ah ja, an die renne ich mich auch noch. Sogar sehr gut. Nein. Du bist schon dritte Runde, ne? Ja, bin ich. Jetzt schieße ich dich ab, damit ich dich jetzt irgendwie noch... Jetzt schieße ich dich ab. Schade. Damit ich dich irgendwie noch cool einhole. Gewesen. Ah, kann man Stunt machen, cool. Hättest du mit drei Greens geschossen und nicht getroffen und ich mit meiner. Wow. Das wäre so voll Ninja-Style. Ninja Kilometer! Keine Ahnung. Hä, kann man hier. Ja, jetzt ist die Wolke sowieso egal. Ey, Doppelstunt, geil. Ja, habe ich auch gerade bekommen. Das hat mich voll gewundert. Ich habe dann schon gedacht, kann man das vielleicht auf der ganzen Strecke machen? Aber nee, nicht ganz. Hallo, das wäre auch mal lustig. Eine Strecke, wo man komplett durchgehend Stunts ziehen kann. Ey, das wäre mal cool. Das wäre mal eine neue Idee. Ich glaube, das wäre auf Dauer mega nervig. Oh ja. Vor allem mit Wii Wheel. Opa Wii Wheel Style. Opa Gangnam Style. Die. Sei Dank. Raste aus. Nee, darfst du ankündigen, ne? Ja, sei Dank. Wow, der hat einen Backflip gemacht. Warte, ich hab nichts gesehen. Ich? Die zwei Viecher, die direkt vor dir rumlaufen. Ja. Doch, die hab ich gesehen, aber. Ey, das musst du dir im Video nochmal anschauen. Ja, einer, das will ich auf jeden Fall machen. Ich hab gerade alles. Ich war irgendwie voll im Gangnam Style. Ich war einfach im Gangnam Style, auf einmal sehe ich das Sai. Voll dumm. Ach so, deswegen hast du gelacht. Jetzt verstehe ich es sehr. Weißt du, ich singe im Gangnam Style und auf einmal sehe ich das Sai, Dank. Ja, jetzt verstehe ich, ey. Deswegen musst du so laut lachen, das werdet ihr auch wahrscheinlich sehen, weil ich bin ja so einer, der gerne auch wenn Backstage sehen, wenn die ja ein bisschen Sinn haben, auch mal reinzuschneiden. Ich erinnere mich einmal los. Achso, ja, du nimmst doch auf! Die Sachen sind mega sinnvoll reinzuschneiden. Naja, es dient der Unterhaltung. Ich bin ein super Enter. Nein. Nein! Voll Zeit, ich kann nicht mehr. Ich glaube, die Strecke werde ich irgendwann nochmal fahren, weil ich so Bock habe. Da sieht so, Opa, Gangnam Style und so. Oh, hi, Skyductor! Wie heißt das Skyductor? Psyduck, irgendwas. Aber dafür ist die Strecke voll lang, ey, fällt mir ein. Ich glaube, die ist nur auf 100 CCM so lang. Oh, kannst du mich einmal mal einen Moment mal lassen? Mann, ey. Bist so ein Spielverderber teilweise. Komm. Ah, jetzt habe ich den Backflip gesehen. Den hat er nochmal einen gemacht? Ja. Bock. Zwei Sachen in einer Aufnahme, Alter. Ihr kriegt was geboten. Ihr kriegt geboten, ey. Das gibt Klicks hier. Nein. Ja, die Fakebox hast du ja. Danke. Achso,
Dann stoppe ich an der Stelle mal. So, und lass mich noch von der einen Red Shell treffen, die aus dem Nichts kam. Aber die hatte immerhin hier die nötige Intelligenz, über den Pilz zu springen. Das hat ja nicht jede Red Shell. Mein Gott, ist das so geil. Wir können weiterhin 3, 2, 1 und go. Juhu. Aber ich habe mal ein bisschen aufgeholt, sehe ich gerade. Nur ein bisschen. Aber... Mann, ich habe schon einen Trick verkackt, ey. Wir haben ja im letzten Part darüber geredet hier, welche Mario Kart-Teile wir schon gespielt haben und so weiter. Ja. Und zum einen ging es da ja auch so ein bisschen um Mario Kart 7. Und Mario Kart 7 hat ja mit 3DS zu tun. Und was hast du denn eigentlich so für 3DS-Spiele, beziehungsweise eher, was für 3DS-Spiele würdest du dir denn vielleicht in Erwägung ziehen, dir noch zu kaufen? Also, welche 3DS-Spiele ich habe? Also ich besitze ja kein 3DS, sondern meine Schwester hat einen und ich spiele da drauf halt. Also so ist es einfach. Und gespielt habe ich MK7. Ich muss überlegen, was gibt's denn noch für Spiele? NES MB2, also NES Nummer Plus 2, was ja sau einfach war eigentlich, also meiner Meinung nach, und Wölfe. Dann habe ich Super Mario 3D Land gespielt, auch eigentlich ein ziemlich cooles Spiel. Also hat mir zumindest Spaß gemacht, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Mehr fällt mir eigentlich nicht ein, was ich gespielt habe. Ja, das sind auch so meine drei Spiele, die ich hauptsächlich gespielt habe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich noch irgendwas habe. Ich glaube, das waren auch so meine Spiele, die ich dafür habe. Also ich denke mal, ich würde auch mehr Spiele besitzen, aber es ist ja so, das ist ja nicht mein 3DS und das ist halt ein Spiel, die meine Schwester auch mochte. Und ja, die habe ich auch gespielt und die mochte ich ja auch. Deswegen so Mario Kart. Also, klar. Was ich vielleicht noch in Erwägung ziehen würde zu kaufen, ist hier Mario Party für den 3DS, das Jahr. Genau. Hast Mario Party Island meinst du, ne? Ja, die habe ich gesehen. Das ist übrigens mein erstes Mal Mario Party, was ich jemals gesehen habe, weil ich davor nie geguckt habe. Ich hatte Mario Party 9 schon gesehen bei welchen und auch ältere Mario Partys. Also das würde ich mir vielleicht sogar noch kaufen, weil es sieht auf jeden Fall relativ spaßig aus. Vor allem die Minispiele hat es ja viele neue und... Ja. Warum nicht, aber ich bin wahrscheinlich zu faul, zum Laden zu fahren und sie mir zu holen. Also das ist abhängig, ob es meine Schwester holt oder nicht. Also wenn ich einen 3DS hätte, hätte ich mir wahrscheinlich geholt. Ich weiß nicht, gibt es auch Mario Party auf der Wii U? Das weiß ich nicht. Es gibt, glaube ich, gibt's Wii. Ich glaube, es gibt Wii U Party, aber das ist... Wii Party U. Stimmt. Aber ich denke, eine Mario Party wird auch noch irgendwann kommen. Ist das nicht schon tot oder so? Also es wurde mir mal erzählt. Ich weiß nicht, es kam ja jetzt ein neuer Teil, also... Ja, das könnte sein, also... Mich würde es interessieren, wenn ihr besser wisst, schreibt es mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Genau, mich auch. Weil, wenn... Also ich habe von meinem Eindruck her gefällt es mir und ich würde es auch, glaube ich, auch Let's Playen. Auf dem 3DS? Nee, ich meine jetzt, wenn die auf Wii U kommt. Dann würde ich das auch Let's Playen, denke ich mal. Natürlich gegen die Computergegner, aber... Dann ist es halt so. Seaside Duck. Und ja, da sehen wir. Ich bin Duck. Seaside Circuit. Achso, ja. Ich bin noch ein Duck. Ja, da, hier. Wenn wir die beiden Spiele haben wir gespielt. Reden. Und dann ein Wii U. Ja. Alter. Schon direkt am Anfang. Hey, so aber nicht, mein Freund. Warte mal. Nein! Schade. Wer rammt zuerst gegen Goomba? Bam! Nein! Nein! Lol! Oh, bist du auch durch das Gitter geflogen? Ja, ich war aber vor dir, ne? Hey, komm zurück! Wenn du die Wolke bekommen hast, warst du vor mir? Ja, ich hab die Wolke bekommen und in der Zeit hab ich dich noch eingeholt. Wieder ein Läufer. Und los! Ich sehe schon, es sind 5 Runden. Hey. Ja, ja, stimmt. Aber die... Ja, wobei... Sieht die Strecke klein aus, also... Von der Minimap her so mittelmäßig, würde ich sagen. Okay, das hier sieht aus wie der Steg von hier. Delfino Island. Heißt die Strecke so? Ja, Delfino Island. Ich meine, die hier heißt ja Delfinos. Nee, heißt die gar nicht. Seaside Circuit. Verdammt! Nee, jetzt weißt du die nicht. Oh Mann! Wir haben es nicht drauf, hab ich so gesehen. Aber auch nur so. Nee, jetzt bin ich mal über das Teil gesprungen. Ja, ich auch. Weil ich mein, aber es war jetzt. Aber bei jetzt mir ist es ja logisch, dass ich durchkomme als König Guru hier, ne? Aber bei dir? Du König Scheiße, ey. Scheiße, jetzt klingelt hier jemand an der Tür.
König Scheiße, Scheiße, jetzt regelt jemand an der Tür. Ja, ich mute mich mal ganz eben kurz. Warte mal kurz. Ja, natürlich, haben wir mich bestehen. Ich wäre ja ein bisschen fies, aber ich würde mal ein bisschen fies, dann schmeiß mal die Bananen nach unten. Ach, Scheiße, jetzt hab ich die. Ja, okay, kann er ja mal sehen. Dum. Kann weitergehen. Okay, ich habe extra gewartet. Schön. Ich bin noch mal sozial hier. Dritte Runde. Oh Mann. Und man sieht auch die schönen Wii U, die wir beide besitzen. Sogar, ich weiß nicht, hast du die schwarze oder die Basic Version? Nee, ich hab die schwarze. Also, die hatte ja mehr. Was waren eigentlich nochmal? Ah ja, die hatte ja schon hier Nintendo Land im Bundle und. Ja, ich hab das. Speicher. Ich hab das neuere Bundle, also das New Super Mario Bros. Wii U und New Super Luigi U Pack geholt. Ah, ja. Ist ja das generell auch kostengünstiger, muss man sagen, weil ich ja beide Spiele haben wollte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Lego City geholt hätte, dann hätte ich ja 40 Euro ausgegeben. Also 40 Euro kostet das Spiel auf Amazon, soweit ich das weiß. Oder auch ein bisschen mehr. Ne, ich glaube 50 Euro. Und NSMBU kostet auch so um die 50 Euro, glaube ich. Das ja, und ganz. New Super Luigi U als CD-Fassung auch nochmal 30 oder so. Ja, und da habe ich mir das direkt in diesem Pack geholt, da spare ich auch ein bisschen Geld. Ja, ist ja besser. Jo, und was ist mit dir los? Ja, ich bin gerade in die eine Banane da gefahren. Achso, ich dachte, warum bleibst du stehen, ne? Achso, oh, ich dachte, schon vorbei, ey. Ich wollte gerade meinen Controller hinlegen, ey, Glück gehabt. Weil ich es nicht getan habe. Ich glaube, beim Controller hätte ich es tatsächlich noch getan. Ich sehe dich gerade unten, aha. Weil ich meinen Vorsprung vor dir habe. Du bist ja noch gar nicht runtergefallen, oder? Bin ich runtergefallen? Ich glaube noch nicht. Naja, ist bei der Strecke jetzt aber auch nicht unbedingt so schwierig. Ich hab's aber trotzdem hinbekommen, runterzufallen. Ja. Sehr gut. So, aber wie Bananen liegen hier. Voll krass. So, und tschö. Ja, Leute, das war der nächste Cup. Den Namen wissen wir jetzt gerade nicht auswendig, aber den seht ihr oben am Screen, bitte so unten. Seaside Circuit. Nicht die Strecke der Cup. Ne, den weiß ich auch nicht. Den Flughörnchen Cup. Oder so, keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ja, tschüss.